Liebe Kollegiatinnen und Kollegiaten, liebe Beiratsmitglieder, liebe Mitglieder der Gesellschaft der Freunde des Leibniz-Kollegs, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich außerordentlich, Sie heute hier zur Jubiläumsfeier des Leibniz-Kollegs der Universität Tübingen begrüßen zu dürfen. Heute auf den Tag genau vor 75 Jahren, am 5. Februar 1948, wurde das Leibniz-Kolleg vom damaligen Rektor der Universität Tübingen, Professor Theodor Steinbüchel, eröffnet. Dass ich nun als dessen Nachfolgerin im Amt der Rektorin die Ehre habe, dieses besondere Jubiläum des Kollegs mit Ihnen zusammen zu begehen, freut mich ganz besonders. Hat sich das Leibniz-Kolleg doch über die Jahrzehnte zu einem unverzichtbaren Teil der Universität entwickelt. Mit seinen Einführungen in unterschiedliche Fächer und in wissenschaftliche Methodik gibt es angehenden Studierenden nicht nur eine Orientierungs- und Entscheidungshilfe bei der Studienwahl. Mit seinem Bildungsangebot stärkt es in einer heterogenen Gemeinschaft auch die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel, zur Reflexion, auch über die eigene Person, und schärft die kritische Urteilskraft. In unserer zunehmend diversen Gesellschaft, mit immer mehr jungen Menschen ganz unterschiedlicher Hintergründe, erscheint das Kolleg wichtiger denn je. Ich darf an dieser Stelle ganz besonders die Stiftungsratsvorsitzende der Udo Grüninger Stiftung, Frau Gisela Grüninger, begrüßen. Liebe Frau Grüninger, seien Sie sehr herzlich willkommen. Ihre großzügige Förderung wird uns einen Neubau für das Leibniz-Kolleg ermöglichen. Haben Sie herzlichen Dank, dass wir diesen herausragenden Schritt gemeinsam mit Ihnen gehen dürfen. Ganz herzlich begrüßen möchte ich an dieser Stelle auch die so zahlreich anwesenden Unterstützerinnen und Unterstützer, wie auch die Mitglieder der Universität, die das Kolleg über die Jahre begleitet und dazu beigetragen haben, es zu dem zu machen, was es heute ist. Allen voran möchte ich gerne den Vorsitzenden des Stiftungsrats der Udo Keller Stiftung erwähnen, der leider nicht bei uns sein kann. Herr Professor Dr. Dr. Klaus Mainzer und seine Stiftung unterstützt überaus großzügig nicht nur das Kolleg. Die Stiftung ist als Stiftungspartnerin der Universität und des von der Stiftung mitbegründenden Forum Scientiarum auch weit darüber hinaus hochgeschätzt. Ferner begrüße ich Frau Prorektorin Amos, Herrn Altkanzler Sandberger und den Universitätsratsvorsitzenden Siebold. Aber auch das gemeinsame Engagement von Herrn Professor Born als Sprecher des wissenschaftlichen Beirats des Leibniz-Kollegs mit Herrn Altrektor Engler, gerade auch im Zusammenhang mit den neuesten Entwicklungen, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Lieber Herr Professor Born, seien Sie herzlich willkommen. Mein Willkommensgruß gilt zudem dem ehemaligen Direktor des Kollegs, Herrn Michael Behal, sowie der wissenschaftlichen Leiterin, welche die Geschicke des Kollegs seit 2016 lenkt, Frau Ursula Kornerz. Dank Ihres hohen persönlichen Einsatzes haben wir heute ein Leibniz-Kolleg, das sich durch einen einzigartigen Spirit auszeichnet. Und nicht zuletzt freue ich mich daher ganz besonders, dass wir eine Kollegiatin aus dem ersten Jahrgang 1948-49 bei uns begrüßen dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen an Frau Edeltraud Lehn. Applaus
dass Sie, Frau Lehn, all die Jahre die Verbindung zu unserem Kolleg gehalten haben und heute sogar zu unserer Festveranstaltung nach Tübingen gekommen sind, ist doch ein ganz besonderes Zeichen der Wertschätzung. Ja, eine außerordentliche Auszeichnung für unser Kolleg. Rektor Steinbüchel berief sich bei der Eröffnung des Kollegs einst auf den Wahlspruch unserer Universität, Attempto, ich wage es, und hat es dann paraphrasiert, wir wagen es. Ich denke, wir können heute zu Recht sagen, dieses Wagnis hat sich ausgezahlt. Wir dürfen uns nun auf ein wunderbares Programm freuen, darunter auch die erste Hannah Arendt Lecture, die das Kolleg von nun an jährlich ausrichten will. Ich darf hier einen besonderen Willkommensgruß an unsere heutige Festrednerin richten. Liebe Frau Professorin Hahn, es ist uns eine Ehre, dass wir Sie, eine der zurzeit besten Arendt-Kennerinnen, zu diesem Anlass gewinnen konnten. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin schon sehr gespannt auf Ihren Vortrag, wie sicher auch Sie, liebe Gäste. Da uns noch einige weitere Redebeiträge erwarten, möchte ich das Wort auch gleich an Herrn Professor Born weitergeben. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Leibniz-Kollegs im weitesten Sinne. Ich bin außerordentlich glücklich, hier und heute mit Ihnen zusammen den 75. Geburtstag unseres Kollegs, des Leibniz-Kollegs Tübingen, feiern zu können. Ich freue mich natürlich nicht nur in meiner Rolle als Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats des Leibniz-Kollegs, sondern insbesondere auch als Alt-Leibnizianer des Kurses 76-77. Ich freue mich ganz besonders, dass wir diesen Geburtstag gemeinsam mit Ihnen und hier im Audimax sichtbar im Schoße dieser Universität feiern dürfen. Das Kolleg ist ja, wie Sie wissen, erst 2016 wieder in den Schoß und in die Obhut der Universität Tübingen zurückgekehrt. Und ich freue mich daher ganz besonders, meine Vorrednerin, Frau Professorin Pollmann, als Rektorin dieser Universität hier persönlich begrüßen zu dürfen. Recht vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle der Universität meinen ganz großen Dank aussprechen, dass Sie, die Universität, trotz so mancher Dissensen, das Kolleg spielt ja öfters mal gerne die Rolle des Enfant Terribles, dass die Universität uns trotz dieser Dissensen uns nicht nur aufgenommen hat, sondern sich mit dieser Aufnahme auch bereit erklärt hat, die Diskussion um das Konzept, die Diskussion um die Idee Leibniz-Kolleg in konstruktiver Weise weiterzuführen. Wobei es bei dieser Diskussion meines Erachtens immer darum geht, wie können junge Menschen in authentischer Weise an Wissenschaft herangeführt werden. Studieren und leben unter einem Dach. Das gemeinsame Dach, unter dem studiert und gelebt wird, das ist meines Erachtens der Schlüssel zu diesem Konzept Leibniz-Kolleg. Und an dieser Stelle möchte ich ganz besonders herzlich begrüßen Frau Gisela Grüninger. Das gemeinsame Dach, unter dem studiert und gelebt werden soll, ist das zentrale bindende Element dieses Leibniz-Kollegs. Und dieses Dach, nämlich unser Haus in der Brunnenstraße 34, ist über diese 75 Jahre natürlich nicht
besser, sondern sehr marode geworden. So marode, dass in der Tat das ganze Leibniz-Kolleg einzustürzen droht. Und man muss nun sagen, drohte, Vergangenheit drohte, denn Frau Grüninger und die Udo-Grüninger-Stiftung und auch mit Unterstützung von Herrn Hübner haben es nun ermöglicht, dass das Leibniz-Kolleg, ich hoffe bereits ab 2025, und liebe Frau Grüninger, wir teilen da den Optimismus, es soll schon ab 2025 im Neubau des Grüninger Hauses soll das Leibniz-Kolleg in eine weitere Blütephase eintreten. Liebe Frau Grüninger, ein schöneres Geburtstagsgeschenk kann es für das Leibniz-Kolleg gar nicht geben. Vielen, vielen Dank. Last but definitely not least möchte ich Frau Professorin Barbara Hahn begrüßen und für ihre Bereitschaft danken, den Reigen der Hannah Arendt Lectures des Leibniz-Kollegs mit dem heutigen Tag zu eröffnen. Vielen Dank. Wir freuen uns alle auf eine jetzt schöne Lecture und eine gemeinsame Feier. Ich übergebe nicht gleich, sondern mit einer kleinen musikalischen Zwischeneinlage an Ursula Konnertz.
ganz herzlichen Dank euch. Wir müssen jetzt teilweise die Instrumente rausbringen. Die fliehen jetzt nicht vor Ihnen, sondern müssen einfach für das nächste Stück. Liebe Barbara, sehr geehrte Frau Kollmann. Oh, ja. Wir haben im Kolleg nie ein Mikro, deshalb bin ich das gar nicht gewohnt. Also wenn es zu laut ist, bitte Zeichen geben. Also ich fange nochmal von vorne an. Ich hoffe nicht, dass Enfant terrible... Was? Ist okay, oder? Ja, es ist an. Sie hören es nicht? Okay, also... Dann fange ich nochmal von vorne an. Liebe Barbara, sehr geehrte liebe Frau Pollmann, liebe Karin, sehr geehrte Frau Gröninger und stellvertretend für alle ehemaligen Jahrgänge, liebe Frau Lehn, wie schon vor 5 Jahren, ich freue mich auch sehr, dass Sie gekommen sind. Wir haben gestern noch lange telefoniert. Sie haben das alles erlebt, was jetzt gleich auch ein bisschen aufgerufen wird. Dann liebe Dozentinnen und Dozenten, ohne die das Kolleg nicht existieren könnte, die teilweise von der Universität sind und teilweise von außen kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Familie, liebe Ehemalige und liebe Kollegiatinnen des Jubiläumsjahrgangs, liebe Eltern, das sollte keine Wichtigkeitskurve sein, ja? Sehr verehrte Damen und Herren. Keine bloße Zweckangelegenheit, das Leibniz-Kolleg von 1948 bis 1923. Ich habe meinen kurzen, er ist jetzt leider doch nicht so ganz kurz geworden, zu dieser Jubiläumsveranstaltung als Titel eine Formulierung aus einem Vortrag von Romano Guardini gegeben, den er 1947 hier in Tübingen gehalten hat und der ging dann in diese Jubiläumsschrift ein. Das in diesem Vortrag ausformulierte Programm für ein akademisches Vorbereitungsjahr hat die Richtung für die Zielsetzung und die Konzeption des Projekts Leibniz-Kollegs vorgegeben, wie der damalige Rektor Steinbüchel, den Frau Pollmann eben auch schon erwähnt hat, in seiner Begrüßung schreibt. Mit diesem Titel, also keine bloße Zweckangelegenheit, möchte ich den Ausgangspunkt meiner Überlegungen, die an Guardini anknüpfen, markieren. Ich will heute aber keine Jubelrede auf das Kolleg halten. Ich will auch nicht die Geschichte des Kollegs aufrufen, das kann man nachlesen, die wechselvolle Geschichte, unterschiedlichen Zeiten, die das Kolleg überstanden hat. Das kennen auch viele von euch. Ich möchte auch nicht die Beschreibung des Kollegs, die sich auf unserer Homepage oder im Flyer wiederfinden, wiederholen und auch nicht das Studienjahr kleinteilig in seinem Ablauf, Inhalt und Ziel beschreiben. Ich könnte dies mit dem üblichen Vokabular der Bildungsreform an Hochschulen tun, und von Kompetenzen, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter sprechen. Das kann man, aber das wäre mir zu abstrakt und leer. Ich möchte an dieser Stelle offener sprechen, an der Sache entlang. Offener, das heißt sehr persönlich, aufbauend auf meinen Erfahrungen mit der Lehre und dem sozialen Leben am Kolleg. Auf den Erfahrungen, die ich in meiner Arbeit der letzten jetzt fast 7 Jahre am Kolleg als Leiterin und davor über 20 Jahre als, in der Lehre, in der Philosophie gemacht habe. Diese Erfahrungen sind zu einem großen Teil geprägt durch viele wunderbare und schwierige Gespräche mit den unterschiedlichen Kollegiaten aus den verschiedenen Jahrgängen. Ich möchte versuchen, diese Erfahrungen in ihrer Veränderung zu verstehen. Das bedeutet für diesen Anlass heute, etwas Implizites, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit ja auch arbeite, explizit zu machen. Und das ist ein offener Prozess und dauert an. Als ich im Sommer 2016 die Leitung des Kollegs übernahm, kannte ich das allgemeine Programm, die Geschichte, den Ablauf so ungefähr. Aber erst zum 70. Jubiläum, vor also genau 5 Jahren, habe ich dann die Vortragstexte zur Eröffnung wirklich gründlich gelesen und bei der damaligen Jubiläumsfeier dann auch die Geschichte mit dem Konzept rekapituliert. Ich möchte heute wieder mit Guardinis Text beginnen, aber aus einem ganz anderen Grund. Vor 5 Jahren hat der Text mir das damals Implizite explizit gemacht. Er ist mir immer noch ein wichtiger Dialogpartner, das ist mir beim neuerlichen Lesen klar geworden. Zunächst mal zu Guardini, die meisten haben zwar den Namen schon mal gehört, wissen aber eigentlich gar nicht, wer das war. Der Titel seines Beitrags in dem Band und den Vortrag, den er damals in Tübingen gehalten hat, heißt zur Frage des akademischen Vorbereitungsjahres, ganz schlicht.
Der Theologe und Religionsphilosoph wurde in der Weimarer Republik 1927 geistlicher Leiter der Burg Rothenfels und des Bundes Quickborn und war eine der führenden Persönlichkeiten in der katholischen Jugendbewegung, für die damalige Zeit absolut revolutionär in vielerlei Hinsicht. Er wurde, und Frau Lehn, das habe ich gestern Abend erfahren, war Mitglied dieses Quickborns, was mich also ganz besonders freut und wo ich jetzt einfach auch noch mal mehr nachfragen möchte. Ich beneide Sie darum, dass Sie Guardini kennengelernt haben, auch in Tübingen. 1923 wurde er an die Friedrich-Wilhelms-Universität in Berlin auf einen eigens für ihn eingerichteten Lehrstuhl berufen, 39 von den Nationalsozialisten seines Amtes enthoben, die Burg wurde beschlagnahmt. Seine Experimentierfreudigkeit in Sachen Demokratie, Koedukation, theologisch nochmal ganz anders auch, und Nähe zu den jungen Menschen in Sprache und Geist, er versuchte den Blick aufs Ganze zu vermitteln, war für die damalige Zeit ungeheuerlich. Hannah Arendt hat bei ihm in ihrem Jahr in Berlin, als sie so mit 16 ungefähr von der Schule abgegangen war, Vorlesungen gehört und schätzte ihn sehr. Er war wohl nicht zuletzt durch seine klare Sprache ein charismatischer Redner, auch in Tübingen in der Zeit, dass er hier war. Carlo Schmidt, der mit beteiligt war an der Gründung des Leibniz-Kollegs, also derjenige, der ja auch beim Grundgesetz mitgearbeitet hat, ein Tübinger, hat dafür gesorgt, dass er 1945 an die Philosophische Fakultät der Eberhard-Karls-Universität berufen wurde und seine Lehrtätigkeit wieder aufnehmen konnte. 1948 ging er dann an die Ludwig-Maximilians-Universität, auch wieder wurde ein Lehrstuhl extra eigens für ihn eingerichtet. Seine Anwesenheit und Arbeit in Tübingen war für die Idee des Vorbereitungsjahres von 45 bis 47, die zwischen vielen Akteuren entstand, die die französische Militärregierung einschloss, ein absoluter Glücksfall. Im Vortrag skizziert er eine mutige Bildungsvision, eine realistische, wie er betont, und keine idealistische, die Bildung als umfassend denkt, formal keine Ergänzung zur Schule, kein Schließen von Bildungslücken also, das war zunächst einmal angedacht, aber auch keine Vorbereitung auf das Fachstudium, keinesfalls also ein Anrechnen als Fachscheine, das, was man jetzt im Kolleg macht, für später. Eine Zeit, ein Jahr im eigenen Recht also, das keine Verzweckung beinhaltet. Sehr hellsichtig und wegweisend, wie wir heute noch finden. Inhaltlich ein Studium Generale, was nicht eine Miniaturuniversität meinte, es ging nicht um Akkumulation von Fachwissen. Studium Generale, kann man sich informieren, war einfach eine Idee sozusagen, die als Korrektiv gedacht war und damals in der Bildungstheorie sehr stark diskutiert wurde, um die Vereinseitigung des Fachstudiums, um dem entgegenzuwirken, weil man genau das tatsächlich auch für die Verführbarkeit der Wissenschaft im Nationalsozialismus verantwortlich gemacht hatte. Damit verbunden waren dann auch Diskussionen über die Unterbringung von Studierenden, sogenannte Kollegienhäuser, die eine Alternative zu den Burschenschaften, die damals ja auch noch verboten waren, bilden sollten. Es geht, so schreibt Guardini, also es geht nicht um eine Miniaturuniversität, nicht um einfache Akkumulation von Wissen, sondern um eine Lebens- und Lerngemeinschaft, die so, Zitat, untergebracht sein muss, in einer Atmosphäre, in der eine, Zitat, echte Ordnung vorhanden ist, dass sie die Studierenden aufnimmt. Eine Gemeinschaft, in welcher der Einzelne die Beziehung von Mensch zu Mensch, von Gemeinschaft und Einzelnen richtig zu leben lernt. Diese Unterbringung nun, die Verschränkung der Lebens- und Lernsphäre, ist keine bloße Zweckangelegenheit, sondern ein zweckfreier Raum, der Möglichkeit für den Einzelnen bietet. Was im Text folgt, ist die Präzisierung des Inhalts, des Was der Bildung und des Wie und Wozu und Woraufhin. Universität zum Beispiel als Institution, Lehr- und Forschungsinstitution kennenzulernen, die verstanden werden muss, wenn man die eigene Position darin findet und Übernahme von Verantwortung das Ziel ist. Es geht aber auch um Heranführung an Methoden der Wissenschaftskulturen, auf ihren Bezug zum Ganzen der Wissenschaft und den Bezug von Wissenschaft zum praktischen Leben. Es geht um Orientierung, Orientierung im Denken, Orientierung im praktischen Leben, um eine Orientierung innerhalb wissenschaftlicher Denkerfahrung anhand von exemplarischen Einblicken in die Fächer. Damit verbunden ist für ihn genuin die Aufgabe, über Wissen und was das eigentlich ist, nachzudenken. Das schreibt er explizit. Es geht auch um wissenschaftliche Techniken, hören, lesen, fragen, beurteilen, verstehen, lernen, um Urteilsbildung. Es geht um das Miteinander, den Dialog,
Der explizit wichtigste Punkt seiner Bildungsvision ist für Guardini nun gerade aber nicht die Wissenschaft in diesem Text, nicht durch Wissenschaft zu erreichen, nicht durch politische Theorie zu erreichen, sondern durch die Lebenspraxis im Kolleg, die Erziehung zur Demokratie. Demokratie durch Bildung. Dass da natürlich auch der Gedanke der Reeducation der Franzosen und auch der Reeducation der amerikanischen Leute, die mit involviert waren, Einfluss, klar. Ich möchte ihn auch hier selbst zu Wort kommen lassen, in dem Passus, in dem er die damaligen Studenten beschreibt. Zitat: Hier zeigt sich oft eine Vergröberung, manchmal geradezu Verwilderung. Wir schreiben das Jahr 48. Die ebenso beunruhigend ist wie der Tiefstand des geistigen Lebens. Die Ursachen liegen in den Erziehungsmethoden der vergangenen Zeit, im Krieg, in der Not und vor allem in der proletarisierenden Wirkung der Wohnenge. Hier hätte das Kolleg, so Guardini, eine wichtige Aufgabe. Insbesondere ergäbe sich die Möglichkeit, echte Formen für den Verkehr der Studenten und Studentinnen untereinander zu finden. Und weiter: Wenn das Leben des Kollegs nicht als eine Sache von Vorschrift und Aufsicht aufgefasst wird, sondern sich im Ineinanderspiel von Ordnung und Freiheit, Tradition und Initiative, Achtung vor dem anderen und Sicherheit im eigenen entwickelt, dann ist das ohne Schlagworte von selbst Demokratie. Die, die am Kolleg waren oder sind, haben unschwer erkannt, was davon die 75 Jahre überdauert hat. Wie auch unsere Vorgänger halten wir uns an Guardinis kluge, hellsichtige Vorgaben und Wegmarken. Die Ziele sind die Bildung und Stärkung der Urteilskraft und Orientierung in vielerlei Hinsicht. In der Universität, den Wissenschaften, der Orientierung für die eigene Studienwahl, das ist eben alles schon erwähnt worden. Alles als gemeinsame Orientierung. Und nicht zuletzt Demokratie bewusst mit all den Schwierigkeiten in einer so großen Gruppe, und jeder Jahrgang weiß, wie schwierig das ist, im Kolleg zu leben und nicht nur in den Stunden des Konvents, die ja nun auch ausgesprochen heftig manchmal verlaufen. Vieles ist heute so aktuell, wie es das damals war. Ich habe Guardinis Text aber auch deshalb zitiert und nicht einfach nur zusammengefasst, weil ich anders als vor 5 Jahren jetzt an anderen Stellen hängen geblieben bin, an den 5 Stellen des Textes, die mir zeigen, aus welcher Perspektive und in welcher Sprache der Religionsphilosoph schreibt und damit für die heutige Leserin auf das Nicht-Ausgesprochene hinweist. Das ist nicht etwa überzogen, weil man ja denken kann, das ist ein Text, der ist für einen bestimmten Zweck geschrieben. Guardini hat 45 den ersten Vortrag, Tübingen war die erste Universität, die nach dem Krieg eröffnet wurde. Guardini hielt 45 im Dezember einen Vortrag über Sprache, über Verantwortung für die Sprache, in der es um die Zerstörung der Sprache durch die Nationalsozialisten ging. Also er wusste bei jedem Wort ziemlich genau, was er schrieb. Ich zitiere ihn nochmal: Unsere Jugend steht seit vielen Jahren unter einem furchtbaren Druck. Sie ist weithin außer Zusammenhang mit der echten Vergangenheit geraten, aber auch, was noch verhängnisvoller ist, außer Zusammenhang mit sich selbst. Wir sind auf einen derart tiefen Stand gefallen und stehen vor einer so ungeheuerlichen Not, dass die Dinge sich umdrehen. Jetzt heißt Realismus zuerst den Menschen einigermaßen in Ordnung bringen, damit er wieder Mut zum Existieren und Kraft zum Arbeiten gewinnt. Verwilderung der Studenten, sie sind nicht in Ordnung. Die Not trägt und neben dem Krieg und der Erziehung im Nationalsozialismus die Schuld dafür. Not. Meint er damit Armut, Mangel in der Ernährung, Wohnungsnot, die gab es in Tübingen. Es gab viel zu wenig zu essen für die Studierenden. Frau Lehn wird es bestätigen können, wie dankbar der erste Jahrgang dafür war, ein Bett, ein Zimmer und etwas zu essen zu haben, regelmäßig. Ich habe das alles nochmal nachgelesen, auch die Diskussionen. Es wurde damals in der gegründet von Jaspers unter anderem mitgegründeten Zeitschrift Studium Generale, haben die Universitäten so Berichte über das letzte Jahr immer abgegeben. Und dieser Bericht von Otto Herding über die Universität Tübingen ist sehr lesenswert, ist gar nicht so lang, 4 Seiten, wo auch über die Eröffnung des Kollegs berichtet wird, die Zahlen der Studierenden, über die Professoren, den Dies Academicus, aber auch über die Schwierigkeit in der Stadt Tübingen, die Studierenden satt zu kriegen. Es gab das Schlatterhaus, es gab
die Mensa Prinz Karl und darüber hinaus musste das Rote Kreuz für Essen sorgen. Das muss man sich klar machen. Das ist etwas, was wir häufig vergessen, natürlich, wenn man die Texte auch so aus dem Zusammenhang reißt. Man kann sich das nicht vorstellen. 1948, es gab keine BRD, keine DDR. Es gab die französische Militärregierung hier, die die Gründung des Kollegs ja aus naheliegenden Gründen unterstützt hat. Es gab den beginnenden Pragmatismus der BRD im nachsichtigen Umgang mit Nationalsozialisten, leider auch an den Universitäten, aber das spielt jetzt hier erstmal keine Rolle. Andererseits, das Wort Not weist in der Bedeutung von Zwang, Bedrängnis und Gewalt aber auf etwas anderes hin, was nicht ausgesprochen wird. Und was ein ganz anderes Nachdenken notwendig macht, es ist das unausgesprochen im Text, das ist auch in den anderen Vorträgen, die da gehalten wurden, so bei der Eröffnung. Es geht ja nicht nur in der notwendigen Orientierung um das, was in Unordnung ist und wieder gerichtet werden kann. Das ist klar. Es geht um das, was nicht wieder in Ordnung gebracht werden kann, was zerstört ist und was als Zerstörtes bleibt. Es geht um die Not, die anderen angetan wurde und die man nicht ungeschehen machen kann. Und vielleicht auch um die eigene Not, daran beteiligt gewesen zu sein. Das durchschnittliche Alter von 50% der damaligen Studierenden war über 26. Und das, um mit Hannah Arendt zu sprechen, es geht um das, was nicht hätte passieren dürfen. Das heißt das, womit man sich nicht versöhnen kann. Auch nicht in Tübingen und in seiner Umgebung und auch nicht an der Universität. Guardini war ein klarer und aufrichtiger Gegner des Nationalsozialismus, aber die, Zitat Arendt, Sprengung des Kontinuitätszusammenhangs unserer Geschichte durch die nationalsozialistischen Verbrechen, den kann er in dem Text und den Willerscheins auch nicht thematisieren. Was passiert ist, die falsche Erziehung, kann man in Ordnung bringen. Es gibt aber keinen Verweis auf die Opfer, die da einfach rausfallen. Es gibt, was klar greifbar ist, eine Kontinuität im Bildungsbegriff, der auf die Zeit von vor 1933 zurückgreift. Er war ja auch ein Reformpädagoge und hat als Reformpädagoge gearbeitet. Darauf greift er zurück. Das ist ein auch eher platonischer Bildungsbegriff, der da sozusagen aufgerufen wird. Dem Katalog der Inhalte ist also etwas Entscheidendes hinzuzufügen. Will man historische Urteilskraft ausbilden, so würden wir heute mit dem Blick zurück, und das muss man immer bedenken, wir sind in der Lage des Wissens und stehen an einem ganz anderen Punkt der Geschichte und man muss natürlich mit diesen Texten auch fair umgehen. Also, wenn wir sozusagen mit dem Blick zurück drauf schauen, dann würden wir sagen, es geht auch um die notwendige Reflexion, die ja von einigen damals auch gemacht wurde, auf die Sprengung des Kontinuitätszusammenhangs unserer Geschichte. Und in einer Bildungseinrichtung, in der man als Einzelne und als Institution wie als Fach über Wissen nachdenkt, bedeutet das auch den Satz von Charlotte Delbo, den sie im dritten Teil ihrer Trilogie Auschwitz und danach schreibt, doch wozu dient Wissen, wenn man nicht mehr weiß, wie man leben soll? Die Perspektive von Guardini ist die eines Pädagogen, der um die psychologische und pädagogische Bedeutung des Lebensalters junger Erwachsener zwischen 16 und 20 weiß. Er beschreibt diese Lebensalter in einer anderen Veröffentlichung, wie viele andere auch in der Zeit, für uns heute eher etwas sehr paternalistisch. Und manche expliziten Beschreibungen treffen, würde ich sagen, nicht nur auf die Jugendlichen zwischen 16 und 20 zu, sondern durchaus auf die meisten Erwachsenen. Er hat als Lehrender bestimmte Ziele vor Augen, die er aber für andere, für die Jungen aufstellt, die in Ordnung gebracht werden müssen. Die Perspektive der Jungen, die eigene Perspektive, kommt nicht vor. Er sieht ausschließlich, da ist er aber kein Einzelfall, ich werfe ihm das nicht vor, ja, sondern es ist sozusagen das, was im Dialog entsteht, dass man merkt, dass er ausschließlich mit den Augen der Lehrenden schreibt. Bei dem Versuch, meine Erfahrungen im Kolleg zu verstehen, wenn man das ganz machen wollte, müsste man eine Phänomenologie des sozialen Lebens schreiben. Dazu hat keiner von uns Zeit, ist auch hier kein Platz. Wurde mir sozusagen bei der Lektüre eines anderen Buches mit den Augen der Lernenden, der katalanischen Philosophin Marina Garcés, vieles, was ich implizit wusste, was mir in den letzten Jahren sozusagen verständlich geworden ist, explizit und einortbar. Und ich habe etwas besser verstanden, was passiert ist in den 6 Jahren. In den letzten 6 Jahren, ähnlich also wie die Lektüreerfahrung mit Guardini vor 5 Jahren. 2023, 75 Jahre nach 1948. Wir sind, das wurde jetzt auch mehrfach schon betont,
nach der Reintegration in der Universität gut angekommen. Wir haben inhaltlich ein Studienjahresthema, um einen neueren zu nennen, eingeführt, das gab es früher auch schon mal, das vielen Diskussionen einen Rahmen gibt, das breit ist und das das häufigst genannte der Studierenden in den Bewerbungsgesprächen ist. Das wird immer abgefragt. Also von ihnen mitgewählt ist, soweit es in der Vorbereitung möglich ist. Es gibt längere thematische Einführungswochen und Projektwochen dazu. Es werden große Fragen thematisiert neben spezifischen Fachvorträgen. Der künstlerische Bereich wurde etwas erweitert. Es gibt Reflexionseinheiten, es gibt verstärkte Zusammenarbeit beim Arbeiten. Da ist aber auch noch durchaus vieles zu tun. Was ist heute die Vision, Ihr Inhalt und Ihr Ziel? Vieles ist ähnlich wichtig. Urteilskraft ausbilden, Kritikfähigkeit entwickeln. Sehr wichtig, Vorstellungskraft stärken, also nicht dem, was da ist, verhaftet bleiben, sondern sich auch etwas anderes vorstellen zu können. Demokratie reflektiert leben und Konflikte aushalten. Ich will das jetzt nicht alles wiederholen. Man muss die Frage nach der Vision aber immer wieder neu stellen. Was braucht es für eine adäquate Bildung in unserer Zeit? Garcés, also die katalanische Philosophin, denkt in dem eben genannten Werk darüber in einer für uns ungewohnten Sprache nach. Bildung ist für sie Substrat des Zusammenlebens, Werkstatt, in der mögliche Lebensformen erprobt werden. Für sie ist klar, dass sich die Perspektive in der Bildung auf die der Lernenden verschieben muss. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, wie wollen wir erzogen, wie wollen wir gebildet werden? Welches Wissen wollen wir wissen? Die Perspektivänderung am Kolleg hat sich in meiner Erfahrung längst vollzogen. Man muss die Perspektive der Lernenden einnehmen, um überhaupt gemeinsam nachdenken zu können über unsere Zeit. Mit all ihren Verwerfungen. Antworten auf die Frage nach einer adäquaten Bildung kann meine, die ältere Generation, nicht mehr alleine haben. Sie darf es sich auch nicht anmaßen. Und ich meine das genauso normativ, wie ich das jetzt gesagt habe. Natürlich stellt sich die Frage auch in diesem Perspektivwechsel, was ist denn das, was wir nicht zur Sprache bringen gerade? Was sind unsere blinden Flecke, wenn man das so nennen will? Das klingt aber etwas abwertend, das meine ich damit aber nicht, sondern man hat die immer. Was sind die heute? Welchen Fragen und Anmutungen gehen wir aus dem Weg, weil sie nichts mit Wissenschaft zu tun haben? Ich zitiere Marina Garcés, die in dem Satz von Charlotte Delbo zum Ausdruck kommende Disproportionalität zwischen dem zuhandenen und angehäuften Wissen und dem nicht mehr Wissen, wie man leben soll, für heute deutet. Sie beschreibt Delbos Frage als dunkle Frage, die hinter allen Fragen steckt, die wir uns über den Sinn von Bildung stellen können. Und sie fährt fort. Wir wissen viele Dinge, aber wir lernen nicht zu leben. Und wir lernen nicht zu leben. Wozu hat die jahrhundertelange moralische, kulturelle, sentimentale und politische Erziehung durch Mythen, Wissenschaften, Vorschriften und Religionen gedient, wenn es heute nicht nur weiterhin Lager gibt, die jetzt in mörderische Grenzen verwandelt sind, sondern auch täglich getötet, vergewaltigt, zerstört, prekarisiert wird und ein immer größer werdender Teil der Menschheit von einer würdigen Zukunft ausgeschlossen wird? Die Disproportionalität zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir nicht wissen, ist nicht quantitativ. Die eigentliche Disproportionalität ist diese unsichtbare und scheinbar im Moment unüberbrückbare Kluft zwischen uns selbst als Menschen und unserem Wissen. Diese Disproportionalität, die Erfahrung dieser Disproportionalität, erfahre ich in unfassbar vielen Gesprächen, mehr oder weniger explizit. Und das ist für die Lernenden der heutigen Zeit, der letzten Jahre, Realität. Sie wird von den Lernenden erfahren, sie muss durchdacht werden und formuliert werden und dafür brauchen sie einen Raum. Was in einem Lebenszusammenhang wie dem Kolleg aber eben möglich ist, ist dies nicht einsam zu tun, sondern die Welt in Freundschaft zu teilen. Aber es ist wirklich, das muss man sagen, auch ich in meinem Alter, eine große Herausforderung, jung zu sein heute. Und gebildet zu werden in Institutionen, die, wie ich finde, zu oft zu ängstlich auf die an den Erfahrungen und dem Wissen von eklatanter Ungerechtigkeit sich entzündenden, völlig berechtigten Forderungen nach schnelleren Veränderungen, weniger pragmatischen Kompromissen im Politischen angesichts einer sehr ungewissen und düsteren Zukunft und Gegenwart reagieren.
Statt die Herausforderung anzunehmen und damit die Disproportionalität nicht zuzudecken, sondern ihr einen Raum zu geben. Nicht zuletzt auch, damit aus dieser Erfahrung, die die Lernenden machen, nicht Ideologie und Dogmatismus entsteht. Das ersetzt und soll es auch überhaupt nicht, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, in keiner Weise irgendein Fachwissen und die Aneignung und Auseinandersetzung damit, egal in welchem Fach. Aber es ist schwierig, wenn das nur weit daneben steht und es den Lernenden selber überlassen und ihnen zugeschoben wird. Für die Studierenden, glauben Sie mir, ist es existenziell, sich zu fragen, wie sie leben sollen in einer Welt, die durch Klimaveränderung, Kriege, rasante Technikentwicklung, die Bedrohung der Demokratien, um nur einige der uns quälenden Themen zu nennen. Sie müssen sich damit auseinandersetzen. Stellen Sie sich für einen Augenblick vor, Sie, die Sie sich selbst als Erwachsene bezeichnen, also die Hälfte wahrscheinlich der Zuhörer jetzt gerade. Stellen Sie sich vor, ich denke, Sie werden sich alle eher auf der Seite der Lehrenden zugehörig fühlen. Stellen Sie sich doch einmal vor, die jungen 16- bis 24-Jährigen wären die, die das Sagen hätten. Und die würden Ihnen, weil Sie die Zukunft aller trotz besseren Wissens vermasselt haben, den Geldhahn zudrehen. Überheblichkeit und Selbstüberschätzung im Denken, Dogmatismus und Selbstgerechtigkeit vorwerfen, tut man gemein in dieser Generation. Und ihnen eine sehr ungewisse nahe Zukunft in den nächsten 10 bis 20 Jahren anbieten. Sie könnten sich in einem Verfahren, ähnlich wie Rawls das gemacht hat, das unter dem Schleier des Nichtwissens liegt, für eine Tätigkeit, einen Wohnort, ein Land bewerben. Das könnte Frankreich, die USA, aber auch Syrien, Libyen und Eritrea sein. Sie wären nicht sicher, wo sie letztendlich leben dürften und was sie tun. Sie haben keinen Einfluss auf die Entscheidung. Was da rauskommt, wie fühlen Sie sich dabei? Die Jungen entscheiden über ihr weiteres konkretes nahes Leben. Eine wahrscheinlich ziemlich unerträgliche Vorstellung. Genau so, aber fühlt sich ein großer Teil der Lernenden. Deshalb thematisieren sie so vehement und eben nicht mit falschem Idealismus, sondern mit einem bitteren Realismus, der schnell von der älteren Generation und den Lehrenden, also ich nehme explizit ganz viele Lehrende der Universität Tübingen aus davon. Ja, das ist einfach eine abstrakte Bezeichnung, weil ich sehe die Dozenten, die mich schon etwas entgeistert anschauen. Also, jetzt habe ich den Faden verloren. Also sie thematisieren sie so vehement und eben nicht mit falschem Idealismus, sondern mit einem bitteren Realismus, das schnell von der älteren Generation an die Seite geschobene, unangenehme und störende. Das, was die junge Generation laut erinnert, und zwar laut, oft, ich zitiere nochmal Garcés, wir wissen viele Dinge, aber wir lernen nicht zu leben. Wozu hat die jahrhundertelange moralische, kulturelle Erziehung gedient, wenn immer noch getötet, zerstört und so weiter wird. Diese Erfahrungsgrundlage der Disproportionalität von Wissen und der Frage nach dem richtigen Leben ist Realismus, ganz im Sinne von Guardini. Zu fordern, dass das integriert wird in die Bildung, ist nicht falscher Idealismus, sondern es notwendige realistische Bildung, den Raum dafür bereitzustellen. Ich stelle seit Jahren fest, dass eine spürbar politischer denkende und handelnde Generation auch am Kolleg heranwächst und großartigerweise nicht in Handlungsunfähigkeit und lang anhaltenden Eskapismus fällt, den gibt es auch, aber der ist ja auch verständlich, haben wir alle, weil die existenziellen Probleme, die mit sozusagen dem Leben zurzeit verbunden sind, so mächtig geworden sind, dass man am liebsten davor kapitulieren möchte und die Augen verschließen. Sie stellen sich jedem und jeder auf ihre Weise im Kolleg mit Neugier und in den Wissenschaften und existenziell. Für die Zukunft des Kollegs, der Lebens- und Lerngemeinschaft im Kolleg, würde ich mir auch im neuen Haus, das uns eine Zukunft gibt, dank der Udo Grüninger Stiftung und Frau Grüninger, einen Ort wünschen, in dem die Kollegiatinnen zusammenleben, sich verletzbar machen, gemeinsam, wirklich gemeinsam nachdenken, vielleicht Neues zusammendenken. Ein Haus, in dem nicht die wirklich zentrale, aber nicht beantwortbare Frage nach dem Sinn von Bildung und nach dem Leben ausgeblendet wird. Wie sollen wir leben? In dem zweckfrei nachgedacht wird, gewerkelt wird, wissenschaftlich gearbeitet wird,
Schwierigkeiten gemeinsam überstanden werden und nach Lösungen gesucht wird. Und es gab schon schwierige Situationen. Die Corona-Situation am Kolleg, können Sie sich vorstellen, war eine sehr schwierige in Doppelzimmern. Also es war für die Kollegiaten des damaligen Jahrgangs sehr, sehr hart. Man hat es aber geschafft. Also eine Zeit, ein Raum, in dem gelesen, diskutiert, zugehört, musiziert, nachhaltig gelebt, sich ausprobiert, neugierig gefragt, zusammen gefeiert und nicht zuletzt geliebt wird. Ein letztes noch, und damit komme ich auch zu dem, was Frau Pollmann am Ende gesagt hat. Warum eine Hannah Arendt-Lecture, haben mich einige Anrufer auch schon immer gefragt. Also warum denn, Hannah Arendt, warum? Es gibt ein paar Jahrgänge, die sich ihr Witzchen draus gemacht haben. Die sagten, wenn das Kolleg abbrennt, was rettet Ulla aus dem Haus? Das ist das Podium, an dem schon Hannah Arendt stand. Ist nicht so ganz falsch. Ja? Aber Hannah Arendt war ja am Kolleg, und zwar 1952 und 1958. Über 1958 habe ich nichts herausgefunden, was sie gemacht hat. 1952, von diesem Besuch im Kolleg, schreibt sie aber an ihren Mann am 13. Juni 1952, es scheint, dass die ganze neue Generation, die heute höchstens 20-Jährigen, also es war 52, muss man bedenken, 4 Jahre nach Gründung, wieder in Ordnung ist. Sie greift damit einen Begriff aus, den schon Guardini verwendet hat. Ob es dem amerikanischen okay, ob das dem zuzuschreiben ist, weiß ich nicht, das glaube ich aber nicht, die wieder in Ordnung ist. Ich hatte dort am Leibniz-Kolleg einen 19-jährigen Jungen, der mit solcher Präzision fragte, dass ich noch ganz entzückt über ihn bin. Und das soll jetzt keine anekdotische, das ist natürlich irgendwie witzig. Ich habe natürlich die Jahrgänge auch gefragt, erinnern Sie sich? Und es schrieb mir jetzt noch mal jemand zurück, der das gelesen hatte. Also ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, worüber sie gesprochen hat, nur dass sie die ganze Zeit geraucht hat. Das hat uns sehr beeindruckt. Aber was das Entscheidende ist, ist, dass sie 52 sagt, die unter 20-Jährigen, die sind wieder in Ordnung. Sie hat über den letzten Teil des Totalitarismusbuches gesprochen, über den auch Barbara Hahn heute sprechen wird. Das war natürlich irgendwie, ja, für die damaligen Studierenden wird es ein Aha-Erlebnis gewesen sein. Und wenn sie dann sagt, diese 20-Jährigen, die waren wieder in Ordnung, angesichts des Vortrags, den sie gehalten hat, dann ist das natürlich eine sehr wichtige inhaltliche Aussage. Ich meine, man erinnert sich daran auch natürlich nicht, weil sie damals noch eine sehr unbekannte Philosophin war. Das muss man sich klar sagen. Sie war in Deutschland einfach nicht bekannt, ja, als sie hier rumgereist ist. Wir hören jetzt, bevor Barbara Hahn ihre Vorlesung hält, den zweiten Satz aus dem Trio von Gideon Klein. Ich erwähne das deshalb, weil zum Trio und zu diesem Komponisten finden die Interessierten draußen beim Empfang dann, wir haben aber nur so eine Anzahl von ca. 100 machen lassen, ein Begleitheft zum heutigen Musikprogramm, das Gustav Grünthal, unser Dirigent, als Werkarbeit gemacht hat. Also das gesamte Programm plus das Schreiben plus Dirigieren ist eine Werkarbeit. Und er schreibt da auch über Gideon Klein. Wir hören den zweiten Satz eines Trios, das Gideon Klein, ein tschechisch-jüdischer Klaviervirtuose und Komponist, 1944 in Theresienstadt komponierte, es 9 Tage vor seiner Deportation in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau fertigstellte. Wenige Stunden vor der Befreiung des Lagers Fürstengrube wurde Klein ermordet. Er wurde lange Zeit nicht gespielt, aber zu Gideon Klein mehr finden Sie im Begleitheft. Jetzt darf ich euch bitten, den Gideon Klein zu spielen und möchte euch nochmal danken, dass ihr dieses Stück aufführt, weil es nicht einfach ist. Sie werden sehen.
Ganz herzlichen Dank, es war toll. Es ist ein wunderbares Stück. Jetzt aber zu unserer ersten Hannah Arendt Lecture. Liebe alle, liebe Barbara. Es ist mir eine große Ehre und Freude, heute Abend, ja, was man so schreibt, wenn man müde ist, also heute Nachmittag, Professorin Dr. Barbara Hahn als Festrednerin zur Jubiläumsveranstaltung und vor allem als erste Vortragende der von jetzt an jährlich stattfindenden Hannah Arendt Lectures am Leibniz-Kolleg bei uns begrüßen zu dürfen. Damit wollen wir sozusagen auch etwas für die Universität tun, also sozusagen eine Aktivität für die gesamte Universität entwickeln. Das war der Sinn sozusagen auch dieser Hannah Arendt Lecture, die wegen Corona ja lange verschoben werden musste. Anhand der von mir kurz jetzt vorgestellten Auswahl Ihrer Arbeitsschwerpunkte werden Sie erkennen, dass es kaum eine Wissenschaftlerin gibt, die für diese Aufgabe heute geeigneter wäre. Barbara Hahn hat in Berlin und Marburg Germanistik und Philosophie studiert. Nach der Promotion in Berlin und der Habilitation in Hamburg erhielt sie nach verschiedenen Gastprofessuren in Deutschland und anderswo 1996 einen Ruf an die Princeton University in den USA. 2004 folgte sie einem Ruf an die Vanderbilt University in Nashville im Bereich Germanistik, also German Studies, in Tennessee, wo sie bis 2020 lehrte. Seit 2016 ist sie zudem Honorarprofessorin an der FU Berlin. 2008 wurde Barbara Hahn ein Fellowship der Guggenheim Memorial Foundation, eine der höchsten Auszeichnungen in den Humanwissenschaften in den USA, verliehen
und 2010 den Margarita-von-Brentano-Preis der FU Berlin. Diesen wichtigen Preis erhielt sie, so schreibt die FU, für ihr herausragendes Engagement im Hinblick auf eine umfassende Rekonstruktion der Geschichte weiblicher Intellektualität und ihre Bemühungen um eine Rehabilitierung der Werke von geisteswissenschaftlich tätigen Frauen aus der Zeit vom frühen 19. bis zum 21. Jahrhundert. Barbara Hahn entwirft mit ihren Büchern über die deutsch-jüdischen weiblichen Intellektuellen vom 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert zugleich eine andere Kulturtheorie der Moderne. Ihre Monographien wie auch ihre Editionsprojekte sind durch den Prozess dialogischen Denkens entstanden und geprägt, wie sie in ihrem Nachwort zu ihrer preisgekrönten Dissertation »Antworten Sie mir« Rahel Levin-Warnhagens Briefwechsel 1990 darlegt. Neben ihrer Lehrtätigkeit hat sie zahlreiche Monographien geschrieben, von denen ich hier nur die wichtigsten nenne. 1991 unter falschem Namen von der schwierigen Autorschaft der Frauen, 2002 die Jüdin Pallas Athene, auch eine Theorie der Moderne, 2005 Hannah Arendt, Leidenschaften, Menschen und Bücher und 2016 Endlose Nacht, Träume im Jahrhundert der Gewalt. Sie hat außerdem zahlreiche Bücher herausgegeben, oft in Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern zu Ricarda Hoch, Margarete Sussmann und zu Träumen. Herausragend ist auch ihre wissenschaftliche Editionsarbeit. Sie hat bahnbrechende Editionen initiiert und durchgeführt. Dazu gehört die Edition des Briefwechsel von Rahel Levin-Warnhagen in mehreren Bänden und in 6 Bänden erstmalig die vollständige Veröffentlichung von Rahel Warnhagen, ein Buch des Andenkens für ihre Freunde, das Barbara Hahn in mühevoller Editionsarbeit aus den nie zuvor publizierten Manuskripten Karl August Warnhagen von Enzes rekonstruiert hat. Die gesammelten Werke der jüdisch-deutschen Religionsphilosophin, Essayistin und Lyrikerin Margarete Sussmann in 5 Bänden hat sie 2022 zusammen mit einer anderen Wissenschaftlerin herausgegeben, rechtzeitig zur Feier von Sussmanns 150. Geburtstag. Was für uns aber heute sehr wichtig ist, seit 2018 leitet Barbara Hahn das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt der kritischen Gesamtausgabe der Werke der Philosophin Hannah Arendt, das im Waldstein Verlag erscheint. Sie können da hinterher auch mal reinschauen. 2 Bände liegen hier. Sie ist eine der 7 Hauptherausgeberinnen und arbeitet in dieser Funktion mit einem großen internationalen und multidisziplinären Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen. Die Texte Arendts, Monographien, Essaysammlungen, Artikel, Interviews sowie tausende Seiten unveröffentlichter Dokumente aus dem Nachlass werden hier zum ersten Mal vollständig kommentiert und in den jeweiligen Originalsprachen präsentiert, in denen sie verfasst wurden. Mit der Edition werden zudem ganz neue Wege in der Darstellung von Arendts Denk- und Schreibprozessen beschritten. Barbara Hahn nutzt dabei die unterschiedlichen Möglichkeiten einer Printausgabe und der digitalen Präsentation. Im Oktober 2022, also vor 3 Monaten, fand an der FU Berlin eine große Tagung zur Vorbereitung des Bandes zu den verschiedenen Ausgaben und Manuskripten von Arendts wohl bekanntestem Werk Origins of Totalitarianism, mon Dieu, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft statt. Für uns ein Glücksfall. Denn Hannah Arendt hielt, das habe ich eben schon erwähnt, 52 und 58 im Leibniz-Kolleg in Tübingen, wie vermutlich auch in Heidelberg, einen Vortrag über Ideologie und Terror, also aus dem Themenbereich des Totalitarismusbuches. Liebe Barbara, ich danke dir, dass du unsere Einladung ohne irgendeinen Zögern sofort angenommen hast. Wir freuen uns sehr. Ohne Maske, jetzt kann ich niemand mehr anstecken. Sie hören, ich bin sehr erkältet, aber ich hoffe, dass ich das mit der Stimme durchhalte, Ihnen vorzutragen, was ich Ihnen vortragen möchte. Erst möchte ich mich sehr bedanken für die Einladung, die ehrt mich und freut mich sehr. Ich habe eine Beziehung zu Tübingen, die leider nicht das Leibniz-Kolleg einbetrifft. Ich habe hier Abitur gemacht am Kepler-Gymnasium, bin dann allerdings gleich aus Tübingen geflohen, was ich damals sehr klein und eng fand, zum Studium. Ich freue mich also sehr, dass ich zurück bin in Tübingen.
Wenn ich noch zwei kleine Vorbemerkungen machen darf zu meinem Vortrag, erschrecken Sie nicht, wenn ich zweimal die Sprache wechsle. Einmal wechsle ich in die dichterische Sprache und werde Ihnen aus Gedichten zitieren. Das ist nicht naheliegend, wenn man über Totalitarismus spricht. Und ich werde ins Englische fallen, weil Hannah Arendt war eine zumindest zweisprachige Autorin. Sehr geehrte Frau Rektorin Pollmann, sehr geehrter Herr Professor Born und nochmal verehrte Ulla Kornetz, ich danke sehr für diese Einladung. Meine Damen und Herren, ich werde sprechen über die Last unserer Zeit, Hannah Arendt über Totalitarismus. Wie schön wäre es, in einer Welt zu leben, in der Hannah Arendts großes Buch über den Totalitarismus in Bibliotheken verstaubt, weil niemand es braucht. Ab und an würde es von Historikern aus dem Regal gezogen, die über die schlimmen Verbrechen von Hitler und Stalin im fernen 20. Jahrhundert arbeiten. Leider leben wir in einer anderen Welt. The Origins of Totalitarianism von 1951 und ebenso die deutsche Fassung Ursprünge und Elemente totaler Herrschaft von 1955 sind bedrückend aktuelle Bücher. Als sie vor 7 Dekaden erschienen, wurden sie von Leuten gelesen, die verstehen wollten, was geschehen war in Deutschland und in der Sowjetunion. Heute werden sie von Leuten gelesen, die verstehen wollen, was gerade geschieht. Als Donald Trump im Herbst 2016 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika gewählt wurde, schnellten die Verkaufszahlen für die Origins of Totalitarianism hoch. Das Buch landete auf der Bestsellerliste für Sachbücher. Letzten Sommer unterbrach ich an einem Berliner Taxistand einen Fahrer, der tief in ein Buch versunken war. Ein Exil-Iraner, wie sich herausstellte, der das Totalitarismusbuch auf Farsi las. Im Iran sei das Buch verboten, erklärte er mir, doch kursierten dort zahllose Exemplare. Wir sorgen dafür, dass das Buch ins Land kommt. Sie brauchen es dort, sagte er. Ob man die russische Übersetzung in Putins Imperium derzeit kaufen kann, konnte ich leider nicht herausfinden. Lassen Sie mich Hannah Arendts Jahrhundertbuch von zwei Richtungen aus öffnen. Zuerst historisch. Wie kam eine promovierte Philosophin dazu, so ein Buch zu schreiben, für das ihr, wie sie selber sagte, alles fehlte? Wie und wann entstand das Buch, das ihren Ruhm als politische Denkerin etablierte? Gleichzeitig werde ich der Frage nachgehen, warum das Buch heute so bedrückend aktuell ist und wie es dabei helfen kann, zu verstehen, was um uns herum geschieht. Paris, Ende der 30er Jahre. Hannah Arendt, 1906 in Hannover geboren, in Königsberg aufgewachsen, war im Herbst 1933 aus Deutschland geflohen. Die Gestapo hatte sie verhaftet, weil sie Material über die antisemitischen Umtriebe der Nazis gesammelt hatte. Nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen worden war, verließ sie sofort das Land. Über Prag kam sie nach Paris. Dort wollte sie mit Akademikern und akademischer Arbeit erst einmal nichts mehr zu tun haben. Ihren deutschen Freunden, die meisten von ihnen Journalisten und Professoren, war zu Adolf Hitler viel Interessantes eingefallen, so wird sie später sagen. Bekämpft hatten sie ihn nicht. Im französischen Exil engagierte sich Arendt stattdessen in der Flüchtlingsarbeit, brachte jüdische Kinder nach Palästina. Irgendwann aber, Ende der 1930er Jahre, begann sie ein Buch zu schreiben. Ein Buch über die Geschichte des Antisemitismus. Ich zitiere die ersten Sätze aus dem Typoskript, das, wir wissen immer noch nicht wie, die Zeiten überdauert hat. Im Jahr 1781 erschienen des preußischen Hofrates Christian Wilhelm Dohms Vorschläge über die bürgerliche Verbesserung der Juden. 10 Jahre später verkündete die Nationalversammlung der Französischen Revolution, anknüpfend an die Proklamation der Menschenrechte, die Emanzipation der Juden.
Wieder 80 Jahre später, im Jahr 1869, hob der Deutsche Bundesrat alle noch bestehenden, aus der Verschiedenheit des religiösen Bekenntnisses hergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsbürgerrechtlichen Rechte auf. Zwei Generationen weiter und in Deutschland ist nur der im Besitz der bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte, dem kein jüdisches Großelternteil unter seinen Ahnen nachgewiesen werden kann. Zitat Ende. Hier wird, wie Sie hören, die Vorgeschichte eines tiefen historischen Bruchs entworfen. In Nazi-Deutschland war die bürgerliche Gleichstellung der Juden von einem Tag auf den anderen aufgehoben worden. Eine Situation viel schlimmer als im 18. Jahrhundert vor Beginn der Emanzipation. Damals hofften europäische Juden auf den Fortschritt, den die Aufklärung versprach. Rechte auch für Juden. Doch nun, 150 Jahre später, entzog ein moderner Staat einem Teil seiner Bürger die bürgerlichen Rechte. Hannah Arendts Typuskript ist anzusehen, dass sie in großer Hast an ihrem Projekt arbeitete. Viele Tippfehler, durchgestrichenes, handschriftliche Korrekturen und so weiter. Keine Studie, die in Ruhe ausgearbeitet wurde, sondern ein Kommentar zum Geschehen in Nazi-Deutschland. Der Ton, ironisch, manchmal fast polemisch. Zitiere: Seit endlich Ende des vorigen Jahrhunderts die Deutschen sich in Arier verwandelten, laufen wir als Semiten durch die Weltgeschichte. Und dem angelsächsischen Hochmut des weißen Mannes gegenüber seinen Kolonialvölkern verdanken wir das Epitheton weiße Neger. Nach dem zweiten Kapitel bricht der bis heute unveröffentlichte Text ab, denn wieder intervenierte die Geschichte. Nazi-Deutschland überfiel Frankreich, die deutschen Juden wurden wie alle Ausländer in Lager gesperrt. Hannah Arendt landete im Lager Görs am Fuß der Pyrenäen, konnte entkommen und floh über Lissabon in die USA. Dort kam sie im Mai 1941 an. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie mit Artikeln, die sie vor allem für die Exilzeitschrift Der Aufbau schrieb. Ich zitiere den Anfang eines Artikels mit dem Titel »Keinen Kaddisch«, wird man sagen, der im Juni 1942 erschien. In der nationalsozialistischen Wochenschrift Das Reich hat Goebbels erklärt, dass mit der Ausrottung der Juden Europas nun begonnen würde. Und Arendt fährt fort: Keine Messe wird man singen, keinen Kaddisch wird man sagen. Diese Toten hinterlassen keine geschriebenen Testamente und kaum einen Namen. Wir können ihnen nicht die letzte Ehre erweisen, wir können ihre Witwen und Waisen nicht trösten. Es ist ein Gedicht von Heinrich Heine, Gedächtnisfeier. Keine Messe wird man singen, keinen Kaddisch wird man sagen, nichts gesagt und nichts gesungen wird an meinen Sterbetagen, das Hannah Arendt bei ihrem Menetekel assistiert. Noch geht sie davon aus, dass der Massenmord der Nazis in erster Linie Männer treffen wird, dass Frauen und Kinder, die Witwen und Waisen, nicht betroffen sind. Doch bald wird Hannah Arendt erfahren, dass die Nazis durchaus nicht nur Männer umbrachten. In der New York Times, die Hannah Arendt täglich las, überstürzten sich im Frühjahr 1943 die Berichte aus Polen. Vom Aufstand im Warschauer Ghetto ist zu lesen von Treblinka, von Hunderttausenden Juden, die verschwunden waren. Wie können so viele Menschen einfach verschwinden? Männer, Frauen, Kinder. Irgendwann wurde die Vermutung, dass die Nazis in Polen hunderttausendfach mordeten, zur furchtbaren Gewissheit. Das Entscheidende ist der Tag gewesen, an dem wir von Auschwitz erfuhren, sagte Arendt im Fernsehgespräch mit Günter Gauss. Wann war das? Fragte Gauss. Das war 1943. Und erst haben wir es nicht geglaubt. Dann wurde es uns bewiesen. Das war wirklich so, als ob der Abgrund sich öffnet, weil man die Vorstellung gehabt hat,
Alles andere hätte irgendwie noch einmal gut gemacht werden können, wie in der Politik ja alles irgendwie einmal wieder gut gemacht wird. Dies nicht, dies hätte nie geschehen dürfen. Und noch einmal wiederholt Arendt, dies hätte nicht geschehen dürfen. Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht fertig werden. Wie aber erlebte Arendt diese Zeit, die sie hier im Rückblick beschreibt? Wir wissen es nicht. Aus diesen Jahren sind nur sehr wenige Briefe überliefert. Überliefert ist jedoch ein Zyklus von Gedichten, die alle mit einem Datum versehen sind. Eines dieser Gedichte ist auf den Mai 1943 datiert. Es entstand also zu der Zeit des Ghettoaufstands in Warschau, in dem Jahr, in dem sich, wie sie sagte, der Abgrund öffnete. Ein seltsames Gedicht, das in seinen Wiederholungen an das Gespräch mit Günter Gauss erinnert. Von Toten ist nicht die Rede, es ist von nichts die Rede, das an das Schreckliche erinnern könnte, das gerade in Europa geschah. Ein Gedicht in drei Strophen, jeweils 8 Verse lang, das mit Wiederholungen spielt. Was aber wiederholt sich hier? Der Titel lautet Park am Hudson. Ein Park an der Upper West Side von Manhattan also, wo Hannah Arendt damals mit ihrem Mann Heinrich Blücher und ihrer Mutter Martha Arendt in möblierten Zimmern lebte. Der Schlussvers geht ein liebend Paar vorüber, trägt der Zeitenlast, wurde 1951 Titel ihres Buches über den Totalitarismus. Die in England ausgelieferte Fassung hieß The Burden of Our Time. Was aber sagt das Gedicht über die Last unserer Zeit? Auf den ersten Blick, beim zweiten und auch beim dritten Lesen gar nichts. Fischer fischen still an Flüssen, lautet der erste Vers. Fahrer fahren blind auf Wegen. Fischer fischen, Fahrer fahren, tautologisch. Spielt Arendt mit Anklängen an Dada-Gedichte? Wohl eher nicht. Blinde Fahrer sind gefährlich, vor allem, wenn sie, wie es in der zweiten Strophe heißt, eilig in den Tod rasen. Nicht nur Fischer und Fahrer tauchen dreimal auf, sondern auch Kinder. Mit diesen Kindern stimmt etwas nicht. In der zweiten Strophe spielen sie Ewigkeit. Wie spielt man Ewigkeit? Nicht nur in den Reimen knirscht Arendts Gedicht. In der ersten Strophe enden zum Beispiel 4 der Verse auf Welt. Also keine Reime, sondern immer dasselbe Wort. Nicht die hohe Kunst des Dichtens, könnte man sagen. Was also geschieht in diesem Gedicht, das so ausdrücklich auf den Mai 1943 datiert wurde? Es sind die Wörter Kinder und Mütter, mit denen ein anderer Ton ins Gedicht kommt. Während die Kinder dreimal vorkommen, werden sie nur 2-mal von ihren Müttern begleitet. Was wie eine Idylle im Park wirken könnte, Angler, spielende Kinder, rufende Mütter, irgendwo eine Straße wird plötzlich abgründig. Denn die Kinder werden nicht mit der Zeit, sondern mit der Ewigkeit verbunden. Kinder spielen, Mütter rufen, Ewigkeit ist fast, so heißt es entgegen der Grammatik. Das klingt unheimlich. Sind Kinder nicht die, die viel Zeit vor sich haben, vor denen sich die Zeit endlos dehnt? Im Gedicht ist das nicht der Fall. Die Kinder spielen Ewigkeit, sie sind fast schon die Ewigkeit. Dann in jeder Strophe ein Bruch. In den letzten Versen geht ein liebend Paar vorüber und offenbar sieht dieses Paar, wie in einer Alltagsszene der Abgrund bricht. Denn es trägt der Zeitenlast. Niemand sonst scheint diese Last zu sehen, zu spüren, zu tragen. Mai 1943. Ein Gedicht, das so harmlos wirkt, ist voller Abgründe. Es war wohl um diese Zeit, dass Hannah Arendt ihr Buchprojekt zur Geschichte des Antisemitismus aufgab. Was in Europa geschah, war aus dieser Geschichte nicht mehr zu erklären. Antisemitismus, das bedeutete in der europäischen Geschichte Pogrome, die immer wieder aufflammten. In Heidelberg und in anderen süddeutschen Städten 1819 und in Kischinew 1903, um nur 2 Beispiele zu nennen. Immer wieder
Und an so vielen Orten waren Synagogen angezündet, Menschen umgebracht worden. Doch wovon nun in der New York Times zu lesen war, hatte damit nichts mehr zu tun. Hunderttausende Menschen, die verschwanden, das waren keine Pogrome, sondern systematischer Massenmord. Wie aber war der zu erklären? Hannah Arendt begann, sich mit der Geschichte des Imperialismus zu befassen, über die sie kaum etwas wusste. Antisemitismus, den kannte sie aus eigener Anschauung, aus eigenen bitteren Erfahrungen. Doch Imperialismus, wie Stapel von Notizen in ihrem Nachlass zeigen, arbeitete sie sich in kürzester Zeit durch enorme Mengen von Literatur. Nicht alleine. Viele Notizen stammen von ihrem Mann Heinrich Blücher, der aus einer ganz anderen Welt kam als sie. Berliner Arbeitersohn, keine formelle Ausbildung. Er hatte 1918-19 als Mitglied des Spartakusbundes in der Revolution mitgekämpft, war später Mitglied einer kleineren antistalinistischen kommunistischen Partei geworden. Kennengelernt hatten sich Arendt und Blücher im Pariser Exil. Heinrich Blücher hatte marxistische Imperialismustheorien studiert, war vertraut mit den Schriften von Lenin und Rosa Luxemburg. Das liebend Paar aus dem Gedicht, das gemeinsam der Zeiten Last trägt, arbeitete damals sehr eng zusammen. Hannah Arendts Zugang war anders als der ihres Mannes. Offenbar las sie neben den Arbeiten von Ökonomen und Politikern, von Historikern und Kritikern, vor allem auch die von Schriftstellern und Dichtern aus dem 19., dem Jahrhundert des Imperialismus. In ihrer ersten Publikation zum Thema, einem Aufsatz über den Imperialismus, den sie wahrscheinlich im Sommer 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs, schrieb, heißt es, der auf der Ideologie eines unendlichen Fortschrittes sich gründende Optimismus ist in der Tat für das ganze 19. Jahrhundert charakteristisch und hat sich sogar noch durch die ersten Stadien des Imperialismus bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges erhalten. Wesentlich für unseren Zusammenhang ist jene, gleichfalls aus dem 19. Jahrhundert immer wieder durchbrechende schwere Melancholie, jene Traurigkeit, die ihn verdunkelt und der nahezu aller europäischen Dichter seit Goethes Tod ihre eindringlichsten und wahrhaft unsterblichen Gesänge darbrachten. Aus ihnen, aus Baudelaire, aus Swinburne, aus Nietzsche und nicht aus den fortschrittsfreudigen Ideologien oder des expansionshungrigen Geschäftsleuten oder den unbeirrbaren Karrieristen spricht die Grundstimmung des Zeitalters. Jene grundsätzliche Verzweiflung, welche lange vor Kiplings großer Formulierung ahnte, dass das große Spiel erst aus ist, wenn alle tot sind. Ein halbes Jahrhundert vor Kipling, ein ganzes vor Spenglers Theorien von dem organisch notwendigen Werden und Vergehen der Kulturen, hat Swinburne den Untergang des Menschengeschlechts besungen. Unbeirrt von Theorien muss der Dichter, der für die Kinder der Welt spricht, dem wirklichen Lauf der Welt verbunden bleiben. Ist der Lauf der Zeit dem Zwang seiner eigenen materialen Gesetze überlassen, bleibt von der gesetzgebenden Kraft des Menschen unbeeinflusst, so bleibt nur jene allgemeine Melancholie, die seit dem Prediger Salomones die Weisheit unserer Welt ist. Schwere Melancholie, verdunkelnde Traurigkeit, grundsätzliche Verzweiflung, der Untergang des Menschengeschlechtes. Für Arendt war das 19. Jahrhundert die Blütezeit des Imperialismus grundiert von diesen Stimmungen. Doch dann änderte sich etwas Entscheidendes. Als Arendt diesen Aufsatz zu einem Teil ihres Buches über den Totalitarismus ausarbeitete, verschwanden die Melancholien, die Traurigkeiten, die Verzweiflung. Weder Swinburnes Tenebra, aus dem sie zitiert,
In a dream without lightening of eyes, I saw them, children of earth, nations and races arise, each one after his wise, signed with the sign of his birth. Weder Swinburne noch Nietzsche oder Baudelaire kommen zu Wort. Was im 20. Jahrhundert geschah, war in den Stimmungen des 19. Jahrhunderts offenbar nicht mehr zu spiegeln. Wer dagegen nun zu Wort kam, ist Joseph Conrad. Conrad, in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Polen geboren, war nach England ausgewandert und von dort in die Kolonien gereist. Er kannte imperialistische Politik aus erster Hand. Was er aus Afrika zu berichten hatte, Conrad war vor allem im damaligen Belgisch-Kongo unterwegs, ist weder von Melancholie noch von Traurigkeit oder gar von Verzweiflung grundiert. Sein Buch Heart of Darkness von 1899 spricht in einem eher neutralen Ton von den unglaublichen Verbrechen, die weiße Kolonialisten in Afrika angerichtet hatten. Conrad stellt aus, was Rassismus bedeutet. Rassismus, ein Kernpunkt von Hannah Arendts Theorie des Imperialismus. Exterminate all the brutes, lässt Conrad einen seiner Protagonisten über die Afrikaner sagen. Bringt sie alle um, diese Tiere. Ich zitiere aus Arendts Buch. Der in Afrika beheimatete Rassebegriff war der Notbehelf, mit dem die Europäer auf menschliche Stämme reagierten, die sie nicht nur nicht verstehen konnten, sondern die sie als Menschen, als ihresgleichen anzuerkennen, nicht bereit waren. Dieser Rassebegriff, so Arendt weiter, entspringt aus dem Entsetzen vor Wesen, die weder Mensch noch Tier zu sein schienen und gespensterhaft, ohne alle fassbare zivilisatorische oder politische Realität, den schwarzen Kontinent bevölkerten und übervölkerten. Aus dem Entsetzen, dass solche Wesen auch Menschen sein könnten, entsprang der Entschluss, auf keinen Fall der gleichen Gattung Lebewesen anzugehören. Hier, unter dem Zwang des Zusammenlebens mit schwarzen Stämmen, verlor die Idee der Menschheit und des gemeinsamen Ursprungs des Menschengeschlechts, wie die christlich-jüdische Tradition des Abendlands sie lehrt, zum ersten Mal ihre zwingende Überzeugungskraft. Was daraus folgte, war, wie Arendt schreibt, der Wunsch nach systematischer Ausrottung ganzer Rassen, der sofort umgesetzt wurde. Arendt erinnert an die Ausrottung der Hottentottenstämme durch die Buren, das wilde Morden unter Karl Peters in Deutsch-Ostafrika und die ungeheuerliche Dezimierung der friedlichen Kongo-Bevölkerung durch den belgischen König. Wer aber waren diese Europäer, die bereit waren, sich über das jahrtausendealte Grundgesetz menschlichen Zusammenlebens »Du sollst nicht töten« hinwegzusetzen und ganze Völker zu ermorden? Alle, Männer, Frauen, Kinder. Auch hier stützte sich Arendt auf Joseph Conrads Roman. Als durch und durch hohl beschreibt Conrad einen seiner Protagonisten, einen Kolonialherrn par excellence, der solche Morde initiierte. Nochmal Arendt, leichtsinnig und weichlich, grausam und feige, voller Gier, aber ohne Kühnheit. Also Gier, kein moralischer Kompass, nichts. Nur die Überheblichkeit von Männern, die sich einer überlegenen Rasse zugehörig fühlten. Im kolonialen Afrika, so Arendts Annahme, wurzelte eines der Elemente, die ein paar Jahrzehnte später in Europa Massenmord in ganz anderen Dimensionen möglich machte. Wenn irgendwo auf diesem Planeten eine so unglaubliche Idee wie Massenmord von einer Möglichkeit zur Wirklichkeit geworden war, kann dies auch in anderen Teilen der Welt irgendwann und unter anderen Umständen wieder zu einer furchtbaren Wirklichkeit werden. Dem letzten Kapitel über den Imperialismus in Arendts großem Buch ist anzusehen, dass sie, wie beim Antisemitismus, auf eine Grenze gestoßen war. So wie sich der Massenmord im Europa des 20. Jahrhunderts nicht aus der Geschichte des Antisemitismus erklären ließ, so wenig ließ sich der Sieg totalitärer Herrschaftssysteme aus der Geschichte des Imperialismus erklären.
In diesem letzten Kapitel, überschrieben Der Niedergang des Nationalstaats und das Ende der Menschenrechte, zeigt sich dies in aller Deutlichkeit. Ich zitiere den Anfang. Was am 1. August 1914 in Europa geschah, kann keine Geschichte der Ursachen und Veranlassungen, die zum Ersten Weltkrieg führten, und keine Analyse der Motive und Hintergedanken, die hinter den offiziellen Kriegserklärungen lagen, erhellen. Das Schlaglicht der Katastrophe mag uns heute noch so blenden, dass wir die Konturen des Ereignisses nur mit Mühe sehen und nachvollziehen können. Eine Katastrophe war über Europa hereingebrochen, die umso schlimmere Auswirkungen hatte, als die, und jetzt zitiere ich nochmal Arendt, die Ruhe der Trauer, die nach großen Katastrophen sich über eine Unglücksstätte senkt, bis heute ausgeblieben ist. Was stattdessen geschah, war eine Explosion nach der anderen. Inflation, Bürgerkriege, der nächste Weltkrieg. Und nie bis in die 1950er Jahre hinein die Ruhe der Trauer um alles, was da zerstört worden war. Fast unmöglich, einen angemessenen Umgang mit dieser zerstörten Welt zu finden. Wie auch. Die Ausnahme war zur Regel geworden. Zwei Reaktionen darauf macht Arendt aus, beide völlig unangemessen, beide selbst wieder zerstörerisch. Zynismus und Hass. Die Zyniker erklärten die Welt im Ausnahmezustand zum normalen Lauf der Dinge. Die anderen vergifteten mit ihrem Hass ganze Gesellschaften, weil sie nicht wussten, an wen sie ihren Hass adressierten sollten. Es gab ja nicht einen, sondern viele Verantwortliche für die Misere, der eigene Staat, ausländische Mächte und so weiter. Zitiere: So drang der Hass in alle Poren des täglichen Lebens und konnte sich in alle Richtungen verbreiten, konnte die fantastischsten, unvorhersehbarsten Formen annehmen. Nichts blieb vor ihm geschützt. Und es gab keine Sache in der Welt, bei der man nicht sicher sein konnte, dass der Hass sich nicht plötzlich gerade auf sie konzentrieren würde. Zynismus und Hass, beides Verhaltensweisen, die uns heute überall begegnen. Wenn wir das eigene Land betrachten, wenn wir auf andere Länder schauen. Ohne das Ausmaß von Zynismus und Hass hätten sich damals in den Zwischenkriegsgesellschaften keine totalitären Regimes durchsetzen können, schreibt Arendt. Doch, wie sie zeigt und wie wir es ja leider immer wieder beobachten konnten, zerfressen sie eben auch demokratisch strukturierte Gesellschaften. Totalitäre Regimes, darauf weist Arendt immer wieder hin, sind lediglich ein Symptom einer viel tieferen Krise, in der wir heute alle und überall leben, wie sie schreibt. Diese Krise scheint sich in den letzten Jahren bedrohlich verschärft zu haben. In vielen Ländern ist zu sehen, wie demokratische Staaten von innen umgestülpt werden können. Nehmen wir noch einmal kurz die amerikanische Regierung unter Donald Trump. Gleich zu Beginn seiner Amtszeit behauptete Trump bekanntlich, dass noch nie so viele Amerikaner die Inauguration eines Präsidenten gefeiert hätten wie die seine. Leider gibt es Fotos von der Inauguration Barack Obamas, die eindeutig zeigten, dass das nicht stimmte. Daraufhin sagte seine Pressesprecherin, der Präsident arbeite mit alternativen Fakten, was von der Regierung Trump nicht etwa korrigiert, sondern enthusiastisch unterstützt wurde. Alternative Fakten sind Bausteine einer fiktiven Welt, die sich von der Wirklichkeit unendlich weit entfernt. Und genau das war in den Jahren der Trump-Regierung immer wieder aufs Neue zu beachten. Baustein um Baustein dieser fiktiven Welten wurden etabliert und es zeigte sich, dass Bürger demokratischer Staaten diesen Welten erstaunlich schnell nicht mehr mit ihrem gesunden Menschenverstand entgegentreten. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Donald Trump irgendwann behauptete, das Schlucken von Desinfektionsmitteln sei ein guter Schutz vor der Infektion mit Covid-19.
Es wurde nie geklärt, wie viele Menschen starben, weil sie ihrem Präsidenten glaubten. Der Bau fiktiver Welten, abstruse Behauptungen und auf einer anderen Ebene die Unterminierung der Gewaltenteilung, der Aufruf zur Gewalt wie beim Sturm auf das Kapitol vor 2 Jahren. Es handelt sich bei den USA um eine Demokratie, nicht um ein totalitäres System. Was aber kommt in letzteren dazu, damit so Zerstörerisches geschehen kann wie in Hitler-Deutschland oder in der Sowjetunion? Totalitäre Regime etablieren ein System, in dem alles nach einer eheren Folgerichtigkeit zu geschehen scheint. Es regiert ein vermeintliches Naturgesetz, bei den Nazis das Gesetz der minderwertigen Rassen, die dem Aufstieg der höheren Rassen im Weg stehen, oder das vermeintliche Gesetz einer historischen Entwicklung, in der Sowjetunion das Gesetz des Klassenkampfes mit seinen absterbenden Klassen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Und wo gehobelt wird, da fallen Späne. So zitiert Arendt 2 tautologische Prinzipien, auf die sich diese Regime stützen. Aufgehoben in einer alles umspannenden Ideologie bleibt dem Einzelnen nur, sich dieser Folgerichtigkeit nicht entgegenzustellen. Für nichts, was sie oder er tut, sind sie verantwortlich. Sie tun ja immer nur, was entsprechend dieser Regeln getan werden muss. Verantwortlich ist nur einer, der an der Spitze dieses Machtapparats steht. Wie Arendt zeigt, haben beide, Hitler und Stalin, dieses Prinzip der Verantwortungslosigkeit rigoros durchgesetzt. Und ohne dies wäre es auch nicht möglich gewesen, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die jedem moralischen Kompass zuwiderlaufen. An Adolf Eichmann wird Arendt das später genauer zeigen. Ein Massenmörder, der sich keiner Schuld bewusst war. Tat er doch nur, was aus der Ideologie der Nazis folgerichtig und logisch war. Um das absolut Zerstörerische dieser Zurichtung zu zeigen, setzt Arendt die völlig neuen Erfahrungen, die Menschen unter totalitärer Herrschaft gemacht haben, in Kontrast zu denen, die ältere Regimes prägten. Es sind keine schönen Erfahrungen, die sie uns da präsentiert. In tyrannischen Systemen früherer Jahrhunderte seien die Menschen von Furcht beherrscht gewesen, die, Zitat, das Herz jedes Einzelnen verwüstet. Furcht, so schreibt Arendt weiter, sei auch die Verzweiflung, nicht handeln zu können. Unter totaler Herrschaft gäbe es dagegen überhaupt kein Prinzip des Handelns mehr, nicht einmal mehr das aus Furcht. Stattdessen Vollstrecker des Systems auf der einen und Opfer auf der anderen Seite. Oder ein anderes Beispiel. In Republiken sei die Grunderfahrung der Menschen, Zitat, die Freude, nicht allein zu sein, denn nur weil wir von Natur gleich, mit gleicher Kraft begabt sind, sind wir miteinander zusammen. Unter totaler Herrschaft sind Menschen nicht zusammen. Unter dieser Herrschaft ist die Grunderfahrung der Menschen die Verlassenheit. In der Verlassenheit gehen, Zitat, Selbst und Welt, und das heißt echte Denkfähigkeit und echte Erfahrung zugleich zugrunde. Und damit wachsen die Zweifel an der Wirklichkeit, denn diese ist für uns nur erfahrbar, wenn wir sie gemeinsam erleben. Verlassenheit ist daher eine völlig andere Erfahrung als Einsamkeit, auch wenn diese immer wieder in Verlassenheit umschlagen kann. Aus der Einsamkeit gibt es einen Weg zurück zu anderen Menschen. Die Verlassenheit ist auswegslos, weil sie alle betrifft. Das eiserne Band des Terrors, von dem Arendt öfter spricht, stellt im Apparat des Terrors eine amorphe Masse von Menschen gegenüber. Eine Masse wie zusammengepresst zu einem Menschen. Denn zwischen diesen Menschen besteht keine Welt, es gibt keine Erfahrungen mehr, die sie teilen können. Furcht und Freude, menschliche Regungen. Auch ein verwüstetes Herz ist noch ein menschliches Herz. Wie Arendts Gegenüberstellungen zeigen, zerstört totale Herrschaft gerade diese Gemeinsamkeiten. Menschen zu einer Masse zusammengepresst, das Symbol dafür sind die Lager
ohne die totalitäre Systeme nicht auskommen. Aber, und darin erinnert Arendt mehrfach, Lager werden auch in Ländern errichtet, die nicht unter dieser Herrschaft stehen. In Lagern finden sich überflüssige Menschen, Menschen, die hier und an diesem Ort niemand haben will. Die Erfindung von überflüssigen Menschen, eine der schlimmsten Erfindungen, die das 20. Jahrhundert uns hinterlassen hat. Den Teilen im Buch, in denen von den Konzentrationslagern die Rede ist, zeigen, dass Arendt mit der Wirklichkeit dieser Lager nicht zurechtkam. Ihre Ausführungen stützen sich auf die Berichte derer, die aus Gefangenen-, Arbeits- und anderen Lagern zurückgekehrt waren. Diese Lager waren unter Hitler und Stalin die Orte, an denen sich wirklich der Abgrund auftat, wie Arendt im Interview mit Günter Gauss gesagt hatte. Der Ton, vor allem in der deutschen Fassung, die englische ist viel neutraler formuliert, wird leicht sarkastisch, wenn Arendt schreibt, dass die unterschiedlichen Lagertypen den drei abendländischen Vorstellungen, und jetzt zitiere ich sie, von einem Leben nach dem Tode im Hades, im Fegefeuer und in der Hölle entsprechen. Dem Hades würden jene verhältnismäßig milden Formen des Vernachlässigenden aus dem Wegeräumen entsprechen, die für unerwünschte Elemente aller Art, Flüchtlinge, Staatenlose, asoziale, Arbeitslose, auch in nicht-totalitären Staaten in Mode zu kommen drohten. Sie haben als DP, also Displaced Person Camps, das heißt wieder als Lager für lästig und überflüssig gewordene Menschen, den Krieg überdauert. Das Fegefeuer stellt sich in jenen vorgeblichen Arbeitslagern der Sowjetunion dar, in denen sich Vernachlässigung mit chaotischem Arbeitszwang vereint. Die Hölle schließlich, im wortwörtlichsten Verstande, bilden jene von den Nazis bis zur Vollendung ausgebildeten Typen, in welchen das gesamte Leben nach dem Gesichtspunkt der größtmöglichen Quälerei systematisch durchorganisiert war. Allen drei Typen ist gemeinsam, dass die in sie verschlagenen Menschen so behandelt werden, als ob sie nicht mehr existierten. Als ob das, was mit ihnen geschehe, nicht mehr und für niemanden zähle. Als seien sie bereits gestorben und als amüsiere sich nun, bevor sie zur ewigen Ruhe zugelassen werden, noch irgendein verrückt gewordener böser Geist damit, sie zwischen Leben und Tod eben ein wenig aufzuhalten. Hades, Fegefeuer, Hölle. Unter totaler Herrschaft, die sich von allen politischen Traditionen des Abendlandes verabschiedet hat, wandert ein verrückt gewordener böser Geist durch Orte, die in der griechischen Antike, dem Christentum sowie in vielen anderen Religionen den Übergang vom Leben zum Tod symbolisierten. Dieses absurde Überleben von Tradition ist verrückt, weil mit Tradition hier grundsätzlich gebrochen wurde. Denn dieser Geist amüsiert sich damit, die Grenze zwischen Tod und Leben zu verwischen. Er hält die Menschen in einem Zwischenreich, in dem sie weder leben noch sterben können. Ob jemand, der in einen der Gulags verschleppt worden war, noch lebte oder längst gestorben war, habe man in der Sowjetunion nie in Erfahrung bringen können, schreibt Arendt. Beim Eintritt in dieses Fegefeuer wurde jedem Einzelnen das Recht genommen, ein Mensch zu sein, der den Weg vom Leben zum Tod geht. Wer im Gulag landete, war bereits tot, weshalb dort auch nicht Buch geführt wurde über das Sterben der Insassen. Die zitierte Passage zeigt wie wenig andere, welche Last es für Arendt war, dies alles zu schreiben. Als er sich entschloss, kein Buch über den Imperialismus zu schreiben, sondern eines, das aus drei Teilen, Antisemitismus, Imperialismus und Totalitarismus besteht, musste sie ja wieder noch einmal von vorne anfangen. Von der Sowjetunion wisse sie viel zu wenig, schrieb sie an Karl Jaspers, als sie kurz nach dem Krieg damit begann, diese Spielart totaler Herrschaft zu untersuchen. Wieder Berge von Lektüren, wobei es nicht einfach war, herauszufinden, was in der Sowjetunion vor sich ging. Stalin war ja noch am Leben. Er lebte auch noch, als Arendt ihr Buch abschloss.
Ein großer Mut, wird später ein Freund in seinem Nachruf auf Arendt schreiben, das alles zu schreiben, when Stalin was still enthroned and the shade of Hitler still unburied. Umso erstaunlicher, dass alle Fassungen von Arendts Buch nicht mit dieser Last enden. In eher neutralem Ton beharrt Arendt darauf, dass es auch nach diesen Höllen auf Erden immer wieder einen Anfang gibt. Alle Freiheit liegt in diesem Anfangen können beschlossen, schreibt sie. Hoffnung ist es eher nicht, was sich hier artikuliert, sondern das Erinnern daran, dass die menschliche Geschichte noch nicht zu ihrem Ende gekommen ist. Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen, zitiert sie Augustinus. Und sie folgt: Der Anfang ist immer und überall da und bereit. Seine Kontinuität kann nicht unterbrochen werden, denn sie ist garantiert durch die Geburt eines jeden Menschen. In der englischen Fassung von 1951 klingt das ein wenig anders. Hier endet Arendt in einem fast schon poetisch dichten Satz mit einem Appell an die Universal Solidarity aller Menschen. Ich zitiere sie: For those who were expelled from humanity and from human history and thereby deprived of their human condition, need the solidarity of all men to assure them of the rightful place in men's enduring chronicle. At least we can cry out to each one of those who rightly is in despair, do thyself no harm, for we are all here. Tu dir nichts Übles, denn wir sind alle hier, hat Martin Luther diesen Vers aus der Apostelgeschichte übersetzt. Arendt besteht darauf, dass es trotz alledem eine Solidarität aller Menschen gibt, dass die Anwesenheit der Mitmenschen durch auf Erden gebaute Höllen nicht verschwunden ist. Passagen von fast poetischer Dichte. Kein Wunder, dass gerade Dichter auf Arendts Bücher über den Totalitarismus geantwortet haben. Einer schrieb ihr, die letzten Kapitel seien a sort of crushing, unbearable poem, quite homogeneous, something the reader feels and understands at the same time. Eine Studie, die den Katastrophen des 20. Jahrhunderts nachdenkt, gelesen von einem Dichter, der das letzte Drittel wie ein Gedicht liest, wie ein erdrückendes, ein unerträgliches Gedicht. Oder anders übersetzt, ein Gedicht, das von etwas spricht, dessen Last sich kaum tragen lässt. Erst in der Dichte der Darstellung tritt hervor, was dieses Jahrhundert, in dessen Mitte Schreiberinnen und Leser sich befinden, so unerträglich machte. Lassen Sie mich schließen mit dem Hinweis auf ein Gedicht in deutscher Sprache. Geschrieben wurde es von Ludwig Greve, dem als Kind, wie so vielen anderen Kindern, von den Nazis das Recht zu leben genommen worden war. Als 15-Jähriger war er zusammen mit Schwester und Eltern aus Deutschland geflohen. Ausgerechnet auf das St. Louis, die weder in Kuba noch in den USA landen durfte und nach Europa zurückkehren musste. Die Greves versteckten sich erst in Frankreich und dann in Italien. Der Vater und die Schwester wurden nach Auschwitz deportiert, nur Ludwig Greve und seine Mutter überlebten. Für Hannah Arendt schrieb er eine sapphische Ode, weil dies das einzige Versmaß ist, das nachweislich von einer Frau erfunden wurde. Es ist ein Dank dafür, dass sie die Last auf sich genommen hat, diese Bücher über den Totalitarismus zu schreiben. Über die Begegnung mit Arendt heißt es: Das Lächeln grüßte mich im vollen Café und angelehnt wie zu Pessach teilten wir den Vorrat, das Scharfe, auch das Süße der Verbannung, die Freiheit. Und die Ode endet: Sie trugen die Bürde, Hannah, nichts ging verloren. Die Bürde, die Last der Zeit, aufgehoben in diesen Büchern, damit nichts verloren geht, aber auch nicht das Wissen um den Abgrund, der sich mitten unter uns geöffnet hat. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
herzlichen Dank, Barbara, für den wirklich fantastischen Vortrag. Ich danke. Das ist sozusagen das Obligatum. Leibniz. Das Süße. Es ist ein Stück konservierter Musik. Oh, vielen Dank. Weil Blumen jetzt für deine Weiterreise nicht so wirklich. Nicht so, ja. Danke. Danke dir sehr. Bedanken möchte ich. Der rechte rechts, der linke. Dann möchte ich mich auch tatsächlich mit einem Blumenstrauß bei Frau Gröninger nochmal bedanken. Nur ja, willst du es? Und. Würdest du? Nein, Grüner, Frau Gröninger. Frau Gröninger, der Blumenstrauß ist hier Frau Gröninger. Barbara, es tut mir leid. Da ist ein Missverständnis passiert. Nein, nein, nein. Und der nächste Blumenstrauß ist wie schon vor 5 Jahren für Frau Lehn. Ich danke Ihnen beiden. Nachmittages beigetragen, unter anderem unsere wunderbaren Musiker, die jetzt alle eine kleine Aufmerksamkeit bekommen. Ganz herzlichen Dank für euer fantastisches Spiel. Meine Kollegen haben jetzt den Raum schon verlassen, Thorsten und Frau Schulz, es tut mir sehr leid, ich hätte mich auch gerne bei denen bedankt, aber die wissen, dass ich das sage, von daher. Es haben viele dazu auch hier im Raum beigetragen, die Technik, es ist immer mit der Medientechnik natürlich schwierig, ich habe keine Ahnung davon, die machen es immer großartig, die Hausverwaltung, die Hochschulkommunikation, die das begleitet hat. Danke auch an den Unibund für die Unterstützung, an die Stiftung Deutsche Bose, wo ist Herr Sandberger? Dafür, dass wir beheimatet sind in der Brunnenstraße schon so lange Zeit. Ganz besonders auch an den Alumni-Verein, der durch Herrn Luckberger vertreten ist, die Gesellschaft der Freunde, der uns immer sehr schnell und unkompliziert durch auch Einzelstipendien unterstützt in unserer Arbeit. Frau Pollmann musste leider schon gehen, bei ihr hätte ich mich auch gerne bedankt. Aber auch bei Karin Amos, der Prorektorin für Studierende, Studium und Lehre, ganz herzlichen Dank für die jahrelange Unterstützung und den schönen Austausch, den wir haben. Die Jubiläumsveranstaltung war ein Gesamtprojekt des Kollegsjahrgangs 2022. Die, die nicht musiziert haben, die haben in der Kollegsküche jetzt 2 Tage gebacken und wie es sich in Schwaben so ziemt, heute Morgen Stunden, 500 Brezel bestrichen. Also ich glaube, sind nicht alle bestrichen und über die Hälfte ist vegan bestrichen, möchte darauf Wert legen. Und schenken jetzt draußen für Sie. Das wird jetzt also draußen für Sie Sekt, Saft und Brezeln, vegan oder nicht vegan, und Kuchen geben. Ich habe ihn noch nicht probiert, aber ich glaube, er sieht wunderbar aus. Abschließend wird es den eigentlich ja von dem Chor, der Chor hätte diesen Choral, den Bachchoral singen sollen, aber das ging nicht, weil wir einige Corona-Fälle hatten, es ist keiner hier, sind alle getestet, aber deshalb konnte der Chor nicht auftreten, was wir sehr bedauert haben, die haben das wunderbar eingeübt.
aber ihr macht es instrumental auch wirklich toll. Nochmal an euch vielen Dank und an Sie, dass Sie alle gekommen sind, dass Sie so lange ausgehalten haben. Und ich würde mich freuen, wenn sozusagen die ein oder andere man draußen noch miteinander sprechen kann. Kommen Sie gut nach Hause und haben Sie noch einen schönen Tag. Dankeschön. Applaus